Da das Video gestern so scheiße ankam bei euch, werden wir wieder zum Baguette fahren, zum Peugeot Baguette 206. Und erstmal das Fenster flicken. Nee, erstmal schauen wir, wie es dem Fahrzeug überhaupt geht, ob es überhaupt noch da steht. Es kann ja sein, dass es in der Nacht von irgendwelchen Drecksschabonenten abgefackelt wurde, was auch nicht schlecht wäre. Aber ich habe doch so noch einiges vor mit dem Fahrzeug und es wäre schön, wenn es noch da steht, wo es gestern stand. Und ja, heute gehen wir los. Digga, es steht noch da. Es steht einfach noch da. Junge, ein Wunder ist geschehen. Meine Community hat das Fahrzeug nicht abgefackelt. Junge, geil. Ihr seid ja süß. Ihr seid ja süß. Oh. Oh. Geil! Geil! Uli! Wir werden jetzt versuchen, diese Scheibe zu reparieren. Ich habe schon die professionellen Utensilien hier dabei. Und zwar einmal Klebeband, dann Schere. Wo ist die Schere? Gott verdammt! Wo habe ich die Schere hin? Schere? Digga, wo ist die Drecksschere? Oh mein Gott, in meiner Bauchtasche hier, Hoodie-Bauchtasche. Schade, dass ich nicht umgefallen bin und mir die Schere in den Bauch gerammt habe. Schade. So, Aldi-Tüte habe ich auch dabei. Ich habe nämlich eure Kommentare durchgelesen. Sehr lustige Kommentare gestern. Und da war ein Kommentar dabei mit der Idee, einfach das Fenster mit einer Aldi-Tüte zu flicken. Und das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt, Digga. So. Oh mein Gott, ah, du kleiner. Fängt schon gut an. Die Tüte aufreißen, zack. So, mal gucken überhaupt, ob das passt hier. Das ist jetzt hier alles improvisiert. Ja. Ja. Passt, oder? Ja, sollte passen. So, einmal hier. Befestigen das Drecksteil. Und hier auch nochmal. Befestigen. Ah, perfekt. Junge, perfekt, Junge. Geil sieht das aus. Hier nochmal. Ups, Kratzer reingemacht in die Scheibe. Scheiße, Wertverlust. Wertverlust von 3 Cent, Bruder. Von 3 Cent. Scheiße, diese Aldi-Tüte reicht nicht ganz aus. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Dreck. Hab ich denn hier nicht noch so eine Tüte, die ich nicht brauche? Was ist denn das hier? Hey, das sieht doch mal gut aus. Was auch immer das ist. Aber es sieht gut aus. Ey, falls ihr ein Auto habt, das repariert werden muss, schreibt mich an. Graminsta, TubeU oder auf Hubporn, da findet ihr mich. Bam, Alter. Ja, okay, hier ist noch ein kleines Loch, aber das kann man so stehen lassen, weil es zur Belüftung des Innenraums dient. Hier nochmal ein Dings rein, bam. Und hier nochmal, bam. Und da nochmal, schaboom. Ah, fuck, nochmal. Ja, perfekt. Boom, Alter. Boom, sieht das gut aus. Und guck mal, wie das hält. Perfekt. Das Fahrzeug von meiner Ex-Freundin. Ex-Freundin, dumme Kuh. Kaputt. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht die Lichter kaputt machen, weil dann ist dieses Fahrzeug nicht mehr fahrtauglich. Jo, und jetzt gucken wir mal, ob wir dieses Fahrzeug zum Laufen bringen. Warte mal, Schlüssel. Ich sag euch jetzt mal was. Passt mal auf. Diese Karre hier, also ich habe das Gefühl, dass diese Karre startet, wenn sie kalt ist. Ohne Scheiß. Weil gestern beim Händler hat es funktioniert, danach nicht mehr. Da war die Karre warm. Später dann, als ich wiedergekommen bin und es wieder versucht habe, ging sie wieder an. Das ist aber nur eine Theorie von mir, da ich aber immer recht habe in meinem Leben. Besser wie sauer. Stimmt, Junge! Ich hab doch gesagt, Alter, das Ding startet, wenn es kalt ist. Und wenn es warm ist, kann man es nicht mehr fahren. Ich glaube, das ist so ein Sonderpaket, das ich hier erhalten habe. Oh, oh, geil. Ich mache jetzt mein Auto zu, mein Golf und dann, was machen wir dann, Digga? Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Warte mal kurz. Lass mich mal kurz erstmal das Auto zumachen. Boom. Boom. Rein mit dir. Du kannst auch rein. Und jetzt, wir können dieses Auto nicht, wir können nicht auf die Straße damit, bevor mein Kumpel, der Kfz-Mechatroniker ist, Meister, Bruder, er ist einfach Meister, habe ich ja gestern schon gesagt, bevor er das hier nicht abgecheckt hat. Alter,
Einfach dieser Spiegel von diesem Drecks-Sonnenblende ist stabiler als das Fenster. Ah, jetzt funktioniert. Ja, sehr, sehr gut. Sieht sehr gut. Ah, Junge, wieder handverletzt. Warte mal, das reparieren wir kurz mal. Perfekt. Hier das auch. Reparieren. Kann man das reparieren? Ja, das kann man auch reparieren. Perfekt. Läuft. Ah, scheiß drauf. Scheiß drauf! Ah, was wir noch machen könnten ist, das habt ihr ja gesagt. Ihr habt ja gesagt, fuck, Alter, jetzt muss ich wieder zu meinem Auto. Mann! Klebeband. Wo bist du, Klebeband? Wo hab ich denn jetzt das Klebeband hin? Hä? Das ist ja gar nicht hier drin. Mal wieder. Kurzzeitgedächtnis. Ah, da ist es ja. Da ist das dreckige Klebeband. So, ihr habt ja gesagt, ich soll hier nochmal das Schild hier dranhängen. Autowaschen verboten, damit auch jeder Bescheid weiß. Ey, oh scheiße, ist es leer? Nein. Dreck. Das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Das ist schlimmer, als wenn man sich den kleinen Zeh irgendwo dran stößt, Digga. Ah, okay, ich hab's geschafft. Läuft. Auto waschen verboten. Perfekt. Junge. Perfekt. Jetzt weiß jeder Bescheid. Es geht los. Es geht los! Ach du Scheiße, das fällt ja komplett auseinander. Ausrasten kann ich heute nicht, weil ich stehe da Fahrschule, überall Fahrschule. Ich bin extra hier um 7 Uhr morgens aufgestanden, um hier alleine auszurasten. Kann ich nicht machen. Ich habe schon gesehen, der Fahrlehrer da hat geguckt und ich weiß, wie es ist. Ich war selber Fahranfänger, ich war selber Motorradfahrschüler und es ist echt asozial, das zu machen. Dieser Kanal ist zwar dreckig, aber nicht asozial. Junge, wir sind nicht asozial, wir sind keine ungehobelten Hebel. Oder wie sagt man? Wir sind ganz normale, soziale, dreckige Leute, die hier einfach Spaß haben wollen und niemanden belästigen wollen. Aber was wir hier machen können, nochmal hier. Oh, erstmal hier. Boah, Alter, die Schlaglöcher sind hier. Ich glaube, ich habe mir die Hüfte gebrochen. Was wir machen können, ist hier auf jeden Fall nochmal ganz gediegen und gechillt gegen diesen Stein da fahren. Ja, das machen wir. Gegen den Stein fahren. Ah, ich hab Angst. Airbag geht auf. Ah, wie süß. Wir fahren mal ein bisschen schneller. Boah, geht der Airbag auf, wenn ich ein bisschen schneller dran fahre? Ich kenne mich da nicht aus, Alter. Ich habe keinen Bock, dass der Airbag mir die Fresse wegpustet. Ich mach ein bisschen schneller jetzt. Wie süß. Dann komm, ich mach mal ein bisschen schneller hier. Bisschen schneller geht klar. Oh, das müssen wir uns anschauen. Ah, hier. Eine kleine Delle. Das Fahrzeug sieht jetzt sogar besser aus als vorher. Hey, Junge, sogar besser. Jetzt ist sogar symmetrisch. Junge, geil. Okay, vielleicht finden wir hier noch einen riesen Ziegelstein. Junge, hier ist nichts, Alter. Was hier da vorne liegt, scheiße, Alter. Auch nicht schlecht, kann man auch machen. Wenn ihr das Fahrzeug findet, übrigens, ihr könnt es auch ankacken. Kackt bitte nur nicht ins Fenster rein. Nee, schmeißt keine Scheiße rein, Junge. Aber das werdet ihr eh machen, von daher scheiß drauf. Bringt ja nichts, das hier zu erzählen. Junge, es gibt hier nur Steine, leider. Keine Ziegelsteine, nur ganz kleine Steine, die ich hier wieder mal aufs Auto werfen kann. Ja! Oh! Oh, jetzt ins Fenster rein. Oh, ach du Scheiße. Ist das etwa ein Steinschlag? Geil. Mal sehen, wie stabil die Frontscheibe ist. Ah ja, die Frontscheibe hält schon einiges aus. Ja, die hält einiges aus. Aber ihr habt ja auch in die Kommis geschrieben, falls die Scheiben kaputt gehen sollten und ich gar nicht damit fahren kann, einfach Carglass repariert. Carglass aftert aus. Oh, Bro. Stabile Scheiben, echt stabile Scheiben. Vielleicht können wir diesen Stock hier nehmen und ihn als Antenne benutzen. Warte mal. Oh, scheiße, das habe ich ja gar nicht bedacht. Junge, die Tür geht ja gar nicht mehr auf wegen dem Scheiß hier. Aber wen juckt's? Ich nehme ja eh keinen mit. Ah, Moment. Ich kann die Antenne hier dran machen. Perfekt. Jetzt habe ich eine Antenne. Ich habe mir eine Antenne gebastelt. Junge, die Handbremse. Mal sehen, wie weit wir sie nach oben bekommen. 1, 2, 3. Ah! Alter, was ein Pimmel. Boah, ich krieg sie nicht mehr runter. Boah, Junge. Geht die Scheibe eigentlich noch auf? Oh ja, sie geht auf. Sie geht stabil, alle Junge. Was ist ein Motor drin? Einfach in der Scheibe, in dem Ding hier, ist ein stärkerer Motor verbaut als im Auto. Ja, dann würde ich sagen, fahren wir doch mal los. Wow, Alter. Ey, guck mal hier, Lenkradschloss. Ich hab ein Lenkradschloss. Ich hab ein Dreckslenkradschloss!
Falls der eine oder andere jetzt hier neu auf diesem Kanal ist und sich fragt, was ich hier mache. Junge, ich habe ADHS und ich lasse meine Wut hier raus. Mein Therapeut hat mir nämlich empfohlen, dass ich mir einen Gegenstand hole und ihn einfach zerstöre. Deswegen, ich bin nicht schuld. Mein Therapeut ist schuld. meint ihr, ich komme da rum? Bin ich rumgekommen? Bin doch Fahranfänger, was weiß ich? Ah, da ist ein Ziegelstein, oder? Ist das ein Ziegelstein? Nee. Digga, was ist das? Das ist einfach eine Box. Ich weiß nicht, was es war, aber jetzt sieht es nach nichts aus, Junge. So. Boah, da ist so ein Schlagloch. Junge, diese Schlaglöcher. Oh. Ich hoffe, ihr hattet keinen Spaß bei dem zweiten Teil der Zerstörung. Und ich sehe gerade, da ist ein... Das war nicht schmackhaft genug. Ich dachte, das Auto wird kurz abheben, aber der Bordstein war leider nicht hoch genug. Wir machen das hier nochmal. Oh, hier, der Bordstein ist doch gut. Au! Ja, Leute, das war's hier mit dem Vlog. Ich würde sagen, beim nächsten Mal, keine Ahnung, ich muss erstmal hinbekommen, dass das Fahrzeug wieder angeht, wenn es auch ausgeht. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich das wieder zum Laufen bringe, richtig? Und dann gehen wir damit ab auf die Straße, Junge, und testen das mal. Was morgen kommt, ja, ich weiß nicht, ob morgen wieder eine Zerstörung kommt. Je nach Lust und Laune mache ich das immer. Vielleicht mache ich morgen wieder laut Musik aufdrehen, kann auch sein. Aber ich wollte das heute machen, aber Wetterkacke. Wetterkacke, und jetzt gucke ich mal, ob das Fahrzeug... Scheiße, mein Golf, Alter, mein Golf hat jetzt auch Steinschlag abbekommen. So, jetzt gucke ich mal, ob das Auto hier wieder... Ja, geht wieder an. Das ist mir... dieses Auto ist ein komplettes Rätsel. Umso mehr man es kaputt macht und demoliert, desto leichter springt es an. Es ist einfach ein Baguette. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall nochmal zum Schluss hier, sei zu erwähnen, dass ihr mit dem Fahrzeug machen könnt, was ihr wollt, außer Scheiben kaputt machen, Reifen zerstechen, Scheiße reinwerfen, was ihr aber machen könnt, ihr könnt aufs Dach scheißen, wenn ihr wollt. Ihr könnt alles machen, das steht hier an der Eissporthalle. Bitte passt darauf auf, dass es fahrtüchtig bleibt, weil wenn ihr das komplett kaputt macht, haben wir nichts davon. Ich habe nichts davon, die Community hat nichts davon, ich kann damit dann nicht auf die Straße. Dann werden ja so Videos nicht mehr kommen. Deswegen, jetzt seid ihr dran, wenn ihr hier seid, wenn ihr in der Nähe seid. Das Fahrzeug steht immer hier. Eissporthalle, googelt das mal, Eissporthalle, und hier, ihr werdet das schon finden, Eissporthalle Frankfurt. Da bin ich mal gespannt, nehmt am besten eine Spraydose mit und besprüht das komplette Auto, Digga. Keine Ahnung, malt einen Pimmel drauf oder macht, was ihr wollt. Macht, Junge, von mir aus könnt ihr wirklich euren After in den Auspuff stecken und reinkacken. Beziehungsweise andersrum, den Auspuff in euren After und reinkacken, Digga. Einfach reinkacken. Das war's mit dem Video. Wir sehen uns morgen wieder zur gewohnten Stunde irgendwann mal. Ja, ich bin.